Am 7.6. sind Europawahlen. Was halten Sie von der europäischen Politik? Ist es zu weit weg für Sie? Oh, das tangiert mich nur peripher. Europa, da habe ich kein Interesse. Das ist irgendwo in Brüssel, werden die Entscheidungen getroffen. Das berührt uns hier kaum. Ich finde auch, sogar die deutsche Politik ist ein bisschen weit weg von den Bürgern. Muss man ja wirklich sagen. Und da ist Europa total fern. Es ist eine coole Sache, dass wir jetzt in Europa vereint sind. Nur wird halt viel Mist gebaut noch dabei. Kennen Sie Anja Weisgerber? Nein. Naja, die hat sich für die Europawahl beworben, ne? Ja, ist eine, ja. Ist sie Kandidatin für die Europawahl? Ich denke, sie ist CSU-Kandidatin. Für was? Für die Europawahl, als Abgeordnete zum Europaparlament. Das ist die Kandidatin für die CSU für die Europawahl. Anja Weisgerber aus Schwebheim kämpft seit 5 Jahren gegen die Europaphobie der Unterfranken. Als Anwältin der Bürgerinnen und Bürger hat sie immer ein offenes Ohr für Probleme. So wie heute für Jenny Weth aus Eltmann. Zusammen mit ihrer Tochter Mia ist die 31-Jährige zu Anja Weisgerber in die Bürgersprechstunde gekommen. Die Diskussionen über ausländisches Spielzeug haben die junge Mutter misstrauisch gemacht. In einem offenen Gespräch tauscht man sich aus. Lösungsmöglichkeiten werden sachlich diskutiert. Frau Weth hat es genau richtig gemacht. Sie ist zu mir in die Bürgersprechstunde gekommen, hat einfach auch mit mir das Gespräch gesucht. Und da konnte ich ihr dann sagen, dass sie darauf achten muss, wenn sie ein Spielzeug kauft, ob das Gütesiegel für geprüfte Sicherheit draufsteht auf dem Produkt, das sogenannte GS-Zeichen. Und wir konnten auch als Europaabgeordnete durchsetzen, dass das GS-Zeichen weiter erhalten bleibt, weil es neben dem europäischen CE-Zeichen wirklich ein Gütesiegel ist und garantiert, dass das Produkt von einer Marktüberwachungsbehörde, zum Beispiel dem TÜV, überprüft wurde. Diese Bürgernähe ist für Anja Weisgerber wichtig. Jedes Anliegen, welches an sie herangetragen wird, fährt die 33-Jährige nach Europa.